Ja, wir haben gesehen, wenn man wissen will, ob solche iterativen Verfahren wie zum Beispiel das Einzelschritt- oder Gesamtschrittverfahren konvergieren, dann muss man die Eigenwerte von gewissen Matrizen abschätzen. Und das heißt, wir brauchen irgendwie so einen Satz, der uns sagt, wo ungefähr die Eigenwerte einer Matrix liegen. Und ein ganz einfacher Satz dazu ist der Satz von Gersh-Gorin, der in der Numerik unglaublich hilfreich ist. Und den möchte ich Ihnen hier einmal ganz kurz zeigen und auch beweisen. Okay, also wir reden vom Satz von Gersh-Gorin. Und er gibt uns die grobe Abschätzung einer für die Eigenwerte von Matrizen. Und was er sagt, ist das Folgende: Sei A irgendeine, diesmal mal komplexe n-Kreuz-n-Matrix, weil von reell haben wir sowieso nichts hier in diesem Fall. Und dann definieren wir uns die Radien Ri als die Summe k gleich 1 bis n, k ungleich i, Betrag Aij. Das sind also die Summe der Beträge der Außerdiagonalelemente in Zeile i. Das heißt, wir nehmen uns die Zeile i, die Diagonale nehmen wir raus und die restlichen Elemente summieren wir vom Betrag her auf. Das ist der Radius Ri hier vorne. Dann definieren wir uns den Kreis Ki als die Menge aller z, für die gilt Betrag z minus Aii kleiner gleich Ri. Das heißt also, das ist ein Kreis um Aii mit Radius Ri in der komplexen Ebene. Okay, und das natürlich für i gleich 1 bis n. Okay, dann gilt erstmal, alle Eigenwerte liegen in der Vereinigung der Kreise Ki. Das heißt also, ich weiß tatsächlich, wo die Eigenwerte alle liegen. Und falls die Vereinigung von M-Kreisen disjunkt ist zum Rest, so befinden sich in dieser Vereinigung genau M-Eigenwerte der arithmetischen Vielfachheit nachgezählt. Was das bedeutet, kann man sich sofort an einem Beispiel klar machen. Und das erste Beispiel ist natürlich wieder unsere Wärmeleitungsmatrix. Da hatten wir 2 auf der Hauptdiagonalen minus 1 auf den beiden Nebendiagonalen. Okay, wir haben also hier n Kreise, wenn das ein Vektor an eine Matrix aus dem R auch n Kreuz n ist. Und der erste Kreis ist ein Kreis um das Diagonalelement, also ein Kreis um 2 mit Radius. Und da muss ich die Beträge in dieser Zeile alle aufaddieren. Da steht aber nur eine minus 1. Das heißt, der erste Kreis ist ein Kreis um 2 mit Radius 1. Okay. In der zweiten Zeile steht eine 2 auf der Hauptdiagonalen. Auf den beiden Nebendiagonalen stehen minus 1 und minus 1. Die Summe der Nebendiagonalelemente vom Betrag her ist 2. Das heißt also, das K2 ist ein Kreis um 2 mit Radius 2. Und das gilt ab hier jetzt für alle bis zur vorletzten Zeile. Und in der letzten Zeile, ja, da haben wir wieder einen Kreis um 2 mit Radius. Na, hier steht nur diese minus 1. Das heißt, der letzte Gersh-Gorin-Kreis ist wieder ein Kreis um 2 mit Radius 1. Okay, ich weiß jetzt, alle Eigenwerte liegen in der Vereinigung dieser Kreise. Naja, also ich habe nur Kreise um 2, entweder mit Radius 1 oder 2. Das heißt also, ich weiß schon, alle Kreise, und die sind ineinander enthalten natürlich, ja, die Kreise um 2 mit Radius 1 sind in denen enthalten, in den Kreisen mit Radius um 2 mit Radius 2. Das heißt also, ich weiß, alle Eigenwerte liegen in Kreisen um 2 mit Radius 2 in der komplexen Ebene. Okay, gut. Das ist schon mal schön. Ich fasse zum Beispiel also, der maximale Betrag, den ein Eigenwert von dieser Matrix haben kann, ist 4. Ja? Alle Eigenwerte sind kleiner gleich 4. Okay, dann schauen wir uns noch eine andere konkrete Matrix an, nämlich die Matrix 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Also, wenn man sich die Lagebeziehungen anschauen will, dann hilft es häufig, diese Kreise einfach mal zu malen. Und das habe ich hier mal gemacht. Der erste Gersh-Gorin-Kreis ist ein Kreis um das Hauptdiagonalelement 4 mit Radius. Naja, die Summe der Nebendiagonalelemente hier ist 1. Also der erste Gersh-Gorin-Kreis ist ein Kreis um 4 mit Radius 1. Jawohl. Der zweite Gersh-Gorin-Kreis ist ein Kreis um 0 mit Radius 1. Okay. Und der dritte ist ein Kreis um 2 mit Radius 1. Gemalt habe ich aber was anderes. Damit das stimmt, mache ich einfach jetzt hier aus dem Ding hier eine 1. Ja, tut ja nichts zur Sache. Okay, und dann habe ich hier also einen Kreis um 1
mit Radius 1 und dann stimmt diese Lagebeziehung gerade, die hier vorne steht. Ja? Das heißt also, das hier ist mein erster Gerschkorin-Kreis, das hier ist mein zweiter und das hier ist der dritte. Okay, was sehen wir jetzt? Also erstmal, alle Gerschkorin-Kreise liegen in der Vereinigung dieser Kreise, alle Eigenwerte liegen in der Vereinigung dieser drei Kreise. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, der betragsmaximale Eigenwert ist auf jeden Fall mal kleiner gleich 5. Ja, das heißt also zum Beispiel, der betragsmaximale Eigenwert ist kleiner gleich 5. Das heißt zum Beispiel, Rho von dieser Matrix, also der Spektralradius, ist kleiner gleich 5, denn 5 wäre das Maximum, was hier tatsächlich angenommen werden kann. Okay, gut. Das heißt, ich hoffe, das ist klar, wie das geht. Achso, und was können wir noch über die Lagebeziehung sagen? Das ist interessant. Dieser Kreis um 4 mit Radius 1, der ist disjunkt vom Rest. Das heißt also, in diesem einen Kreis liegt genau ein Eigenwert. Und hier vorne diese Vereinigung von zwei Kreisen, die ist auch disjunkt zum Rest. Das heißt also, in dieser Vereinigung hier vorne liegen auch zwei Eigenwerte. Der Satz sagt nicht aus, dass in jedem Kreis genau ein Eigenwert liegt. Ja, also das werden wir nachher auch sehen, dass es ein Beispiel gibt, wo es gibt tatsächlich Kreise, die keine Eigenwerte haben. Aber zumindest mal für diese Situation hier, in der Vereinigung dieser beiden Kreise liegen tatsächlich zwei Eigenwerte. Es sagt aber auch keiner, die können zum Beispiel beide hier vorne liegen und damit in diesem einen Kreis hier vorne gar keiner. Ja, das ist absolut zugelassen. Okay. Gut, diesen Satz wollen wir beweisen und der erste Teil ist glücklicherweise sehr einfach. Also schauen wir uns mal an, ein Eigenwert von A, sei also Lambda ein Eigenwert von A und sei x ein zugehöriger Eigenvektor, das heißt also Ax gleich Lambda x. Und wir nehmen mal an, dass wir dieses x schon normiert haben in der Unendlich-Norm. Das heißt also, die Unendlich-Norm von x soll gleich 1 sein. Und wenn die gleich 1 ist, dann gibt es ein Element, das den Betrag 1 hat und dieses Element sei das m-te. Ja? Also ohne Einschränkung sei xm-Betrag gleich 1. Okay, gut. Dann heißt das also, dass a minus Lambda i mal x ist gleich 0. Ja? Okay, das heißt also insbesondere auch das m-te Element von a minus Lambda i mal x ist 0. Und das habe ich hier mal aufgeschrieben. Also 0 ist das m-te Element von a minus Lambda i mal x. Und das habe ich ausgerechnet. Das ist nichts anderes als Summe k gleich 1 bis n a mk mal xk. Das ist a mal x minus Lambda mal x in der m-ten Komponente. Es gibt gerade minus Lambda mal xm. Jetzt ziehe ich aus dieser Summe hier vorne mal das m-te Glied raus. Dann steht hier ein amm mal xm minus Lambda mal xm. Dann habe ich das xm hier vorne gleich ausgeklammert. Plus, naja, hier vorne in der Summe bleibt dann noch der Rest über. Also gerade die Außerdiagonalelemente. Also die Summe k gleich 1 bis n, k ungleich m, amk mal xk. Okay. Jetzt nehme ich mir das hier mal vor und ich möchte ja eine Abschätzung haben, sowas wie Diagonalelement minus Eigenwert, das soll kleiner gleich das RI sein. Ja, und nehmen wir mal das AMM minus Lambda zum Betrag. Ich weiß, der Betrag von XM ist 1. Das heißt also, ich kann hier an das AMM minus Lambda problemlos das XM dann multiplizieren, das ändert den Betrag nicht. Okay, wir haben gerade gesehen, amm minus Lambda mal xm. Naja, wenn ich das hier auf die andere Seite bringe, dann ist das vom Betrag her kleiner gleich Summe k gleich 1 bis n. Und hier habe ich das k ungleich m vergessen. Betrag amk mal Betrag xk. Ja, da habe ich jetzt diese mit der Dreiecksungleichung gleich hier vorne die Beträge komplett reingeschrieben. Okay, gut, diese xks hier vorne, die sind aber in der Supremumsnorm kleiner gleich 1. Ja, also das x ist kleiner gleich, die unendliche Norm von x ist 1. Das heißt, das Maximum dieser xk-Betrag, das ist 1. Also sind die xk-Betrag, die hier vorne stehen, bestimmt kleiner gleich 1. Okay, damit ist das, was hier steht, aber kleiner gleich der Summe k gleich 1 bis n, k ungleich m, Betrag amk. Und das war gerade mein Radius rm, den ich oben genau so definiert habe. Okay, das heißt also, es gilt, der Betrag von amm minus Lambda ist kleiner gleich rm. Oder mit anderen Worten, Lambda liegt im Kreis um amm mit Radius rm. Und das heißt, Lambda ist im Kreis km.
Okay, das heißt also, zu jedem Lambda gibt es ein M, so dass Lambda in Km liegt. Und das heißt insbesondere, dass alle Eigenwerte tatsächlich in der Vereinigung dieser Kreise Km liegen müssen. Okay, der zweite Teil ist ein bisschen komplizierter zu beweisen. Und ich mache das an einem Beispiel. Und ich glaube, Sie werden dem Beispiel sofort entnehmen können, wie das Ganze funktioniert. Und ich hoffe, Sie glauben mir auch, dass dieser Satz korrekt ist. Also ich werde es gleich mit einem Film machen, also Beweis durch Film. Und zwar werden wir betrachten einfach mal eine ganz konkrete Matrix. Und wir schauen uns mal ganz konkret an die Matrix 1, minus 4, 3, 2. An dem Beispiel machen wir es und ich glaube, dann wird sofort klar. Wir multiplizieren die Außerdiagonalelemente einfach alle mal mit einem T. Ja, das heißt also, wir lassen hier das 1, 2 stehen und in den Außerdiagonalen, da machen wir ein minus 4t und hier ein 3t. Okay, wir betrachten mal zwei Spezialfälle, nämlich was ist für t gleich 0? Naja, für t gleich 0 ist das hier natürlich eine Diagonalmatrix. Ja? Also dann ist hier vorne, da steht dann 0 und da steht dann 0. Die Eigenwerte stehen dann auf der Hauptdiagonalen, das sind gerade 1 und 2. Und wie sehen die Gersh-Gorin-Kreise aus? Naja, der erste Gersh-Gorin-Kreis, der ist nur die 1. Der zweite Gersh-Gorin-Kreis ist nur die 2. Ja, weil nämlich die Außerdiagonalelemente hier alle 0 sind. Das heißt, die Radien sind alle 0. Ja, und da ist tatsächlich unser Satz erfüllt. Diese beiden Kreise, die hier stehen, die sind mit Sicherheit disjunkt zueinander. Und in jedem von denen liegt genau ein Eigenwert. Und ich sollte noch hinzufügen, immer natürlich der arithmetischen Vielfachheit nachgezählt. Okay, gut, das hat also geklappt. Ja. Also für t gleich 0 ist alles gut. Und wie sieht es aus für t gleich 1? Naja, da ist das natürlich erheblich schwieriger. Für t gleich 1 bekommen wir erstmal unsere Originalmatrix wieder zurück. Ja. Dann bekommen wir hier ein 1 minus 4, 3, 2. Und der erste Kreis wäre also ein Kreis um 1 mit Radius 4. Und das K2 wäre ein Kreis um 2 mit Radius 3. Okay, diese beiden Fälle liegen nun relativ weit voneinander weg. Und unsere Idee ist einfach, naja, wir erhöhen das T langsam von 0 bis 1 und schauen uns dabei an, was mit den Eigenwerten passiert. Ja? Das heißt also, wir nehmen uns diese Matrix mit T gleich 0 vor und erhöhen das T langsam, langsam, langsam. Und wenn wir da bei T gleich 1 sind, dann gucken wir uns mal an, wo die Eigenwerte dann tatsächlich liegen können. Dabei benutzen wir implizit einen Satz, der sagt, die Nullstellen eines Polynoms hängen stetig von den Koeffizienten ab. Das hätte man jetzt irgendwie vermutet. Tatsächlich ist dieser Satz erstaunlich schwierig zu beweisen, aber wir zitieren ihn hier einfach und ich werde im Lernskript eine genaue Quelle für diesen Satz angeben. Okay, und wir machen den Beweis jetzt mit einem kleinen Film und ich hoffe, dass dieser Film funktioniert. Wollen wir mal gucken. Ja, genau. Und das ist hier jetzt unsere Lagebeziehung. Also da wollen wir gleich unsere Gersh-Gorin-Kreise reinschreiben und reinzeichnen und unsere Eigenwerte. Im Augenblick haben wir den Wert t gleich 0. Das heißt also, wir haben die beiden Eigenwerte 1 und 2. Und die Gersh-Gorin-Kreise haben den Radius 0, deshalb können wir das hier noch nicht sehen. Ja, aber jetzt erhöhe ich das T mal ein bisschen. Ja, noch ein bisschen mehr. Und da sehen Sie natürlich, naja, wenn ich das T größer mache, dann werden die Außerdiagonalelemente größer. Das heißt, auch der Radius wird insbesondere von 0 verschieden. Und tatsächlich, je größer ich das T mache, umso größer werden auch die Gersh-Gorin-Kreise, die dazugehören. Jetzt können wir uns überlegen, wo können diese Eigenwerte denn hingehen? Naja, also eins ist doch mal klar, solange diese beiden Kreise hier vorne disjunkt sind, da können die Eigenwerte nicht ausbrechen von dem einen in das andere. Ja, wir haben zwar nur diese Aussage bisher, dass in der Vereinigung aller Kreise die ganzen Eigenwerte liegen, aber ich meine, gucken Sie sich das doch an hier. Ja? Wenn ich jetzt hier diese Eigenwerte größer mache, die müssen sich irgendwie stetig bewegen in der Ebene. Und ich kann nicht stetig bewegen, sodass die Eigenwerte von hier nach da einfach rüberspringen. Das heißt, solange die disjunkt sind, kann überhaupt nichts passieren. Da sind die hier vorne in ihrem Kreis eingesperrt. Und unser Satz, dass in jedem Gersh-Gorin-Kreis hier für diese Fälle genau in jedem Gersh-Gorin-Kreis genau ein Eigenwert liegt, das ist hier jetzt mal in diesem Fall erstmal korrekt.
Ja, okay, die können nicht ausbrechen, sehen Sie hier. Ja, und das heißt, die bleiben drin und in jedem Gerschgorin-Kreis bleibt ein Eigenwert. So, jetzt treffen die beiden Kreise aufeinander. Ja, und jetzt weiß ich einfach nicht mehr, was passiert. Ja, ich weiß nur noch, in der Vereinigung dieser Kreise liegen die Eigenwerte. Und die dürfen sich ja jetzt beliebig in diesen Kreisen hier vorne bewegen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass einer jetzt einen Kreis verlässt und dann einfach in den anderen, dass die beiden Eigenwerte dann tatsächlich den einen Kreis verlassen und beide im anderen liegen. Ja? Und das geht mit stetigen Wegen. Ja? Das heißt, das ist absolut jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Und das gucken wir uns an. Wenn ich die Gerschgorin-Kreise noch mal ein bisschen größer mache, dann sehen Sie, das passiert tatsächlich. Die sind stetig hier vorne hingewandert und sind dann auseinandergezogen. Und die sind so schnell auseinandergezogen, dass tatsächlich in diesem Kreis jetzt hier vorne kein Eigenwert mehr liegt. Aber in der Vereinigung dieser beiden Eigenwerte müssen natürlich, bei der Vereinigung dieser beiden Kreise müssen natürlich nach wie vor zwei Eigenwerte liegen. Aber das ist ja natürlich auch tatsächlich der Fall. Die liegen nur beide jetzt zufällig in dem einen. Okay, ja, also ich mache das noch ein bisschen zu Ende laufen hier und dann sehen Sie hoffentlich tatsächlich deutlich, ja, sobald die beiden sich vereinigen, können die Eigenwerte rauslaufen und dann kann es tatsächlich passieren, dass wir hier einen Kreis bekommen, in der überhaupt kein Eigenwert mehr liegt. Aber natürlich gilt, solange die Disjunkt bleiben, bleiben in der Vereinigung von M-Kreisen genau M-Eigenwerte. Okay, und das können Sie auch mit zufälligen Matrizen machen, also auch mit allgemeinen Matrizen machen. Der Beweis ist genau derselbe. Er wird insgesamt ein bisschen unübersichtlicher, aber ich glaube, Sie sehen hier sehr deutlich, was passiert. Dass das eben auch für größere Matrizen funktioniert, will ich Ihnen zumindest hier auch nochmal zeigen. Hier ist also eine 6x6-Matrix, eine zufällige 6x6-Matrix. Und da haben wir eine zufällige Belegung von Eigenwerten. Das ist hier eine komplexe Matrix. Das heißt, hier haben wir jetzt tatsächlich Eigenwerte schon für t gleich 0 in der komplexen Ebene. Und wenn wir jetzt mal unsere Gerschgorin-Kreise langsam größer werden lassen, will ich hier mal machen. Ja, ich lasse das T jetzt langsam laufen von 0 bis 1. Dann sehen Sie, okay, diese Gerschgorin-Kreise werden immer größer. Hier sind jetzt 3 zusammen. Das heißt, in der Vereinigung von den 3 liegen jetzt nur noch 3. Ja, und jetzt sind sie alle tatsächlich zusammen. Und ab diesem Zeitpunkt kann ich tatsächlich nur noch sagen, okay, in der Vereinigung von allen liegen alle Eigenwerte, denn keiner von denen ist mehr disjunkt zum Rest. Ja, das heißt also, hier kriege ich über Lagebeziehungen überhaupt nichts mehr. Hier kriege ich jetzt nur noch die Aussage, okay, in der Vereinigung von allen liegen auch wirklich alle Eigenwerte. Nochmal eben vielleicht zu dieser Situation hier vorne zurück. Also was hätten wir hier in dieser Situation noch sagen können? Naja, also hier sind diese 3 disjunkt vom Rest. Das heißt also, in der Vereinigung von diesen 3 müssen tatsächlich 3 Eigenwerte liegen. Dieser eine ist disjunkt vom Rest. Das heißt also, da muss noch einer drin liegen. Und hier vorne diese beiden, das ist tatsächlich hier vorne schon drin. Das heißt aber, diese beiden, hier sind immerhin mal disjunkt vom Rest. Und das heißt also, in diesen beiden müssen auch 2 Eigenwerte liegen. Und wir sehen, das ist natürlich auch tatsächlich alles der Fall. Okay, gut. Und ich kann Ihnen diesen Satz von Gerschgorin nur ans Herz legen. Es ist eben ein sehr einfacher Satz, den man sehr einfach überprüfen kann und der einem tatsächlich sehr viele Sachen bei sehr vielen Sätzen eine grobe Lagebeziehung für die Eigenwerte geben kann, die dann häufig schon ausreicht.